Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Drain Fever. Und da haben wir gerade gesehen unseren neuen Zug, ja, der aber bislang ja hier noch alleine fährt auf der zweispurigen Trasse. Aber das wird sich sicherlich noch einpendeln, ja. Wo ich da gerade gesehen habe, der hier, der macht richtig dick Minus. Warum? Obwohl ja gut Leute stehen. Jetzt transportiert er ja auch 46. Wie viel macht denn der Plus? 400.000. Okay, dann wird er jetzt halt in der Zwischenzeit darüber, wird er halt wieder Minus machen. Na, da wird er richtig die Minus machen. Und du transportierst auch schön Güter 19. Braucht die Stadt nicht mehr? Güterbedarf, okay. Hier sind wir dann wahrscheinlich auch voll. Güterbedarf 60. Dann könnten wir hier eigentlich schon hier die Kreuzen gleich an den Güterverkehr anschließen. Das ist bloß die Frage. Moment, Moment, Moment. Hier. Okay. Hier ist, glaube ich, ein bisschen hügelig. Nein. Okay, dann würde ich den einfach mal hier mitten reinsetzen. So, Güter. Einmal. Okay, das würde gehen, wenn ich das jetzt noch ein bisschen drehe. Ne, so. So finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Geht bis hierhin an die Straße. Dann könnte man das wieder wegmachen. Da muss halt leider Arbeitsplätze 6, 12. Okay, dann muss leider das hier weichen. Nein. Ja. Oh, jetzt müssen wir irgendwie hier eine Verbindung schaffen nach hier. Meine Überlegung wäre da, wir könnten hier ein Umfahrungsgleis machen, ja? Und die Strecke dann trotzdem eingleisig halten. Aber wir machen jetzt hier erstmal den Strom wieder weg. Und ja, langsame Gleise. Ah, das geht gar nicht hier. Ah, Scheiße. Ah, die zwei Häuser hier abreißen. Leider. Machen wir mal so. Dann hier rüber. Ah, jetzt geht's wunderbar. Ich würde eigentlich liebend gerne in das andere Gleis mit reingehen. Aber
Da wir ja noch in Train Fever sind, gehen ja diese Weichen hier nicht. Diese. Wir könnten es hier entlang fahren lassen, dann müssten wir aber hier über den Bahnübergang drüber. Also erstmal so. Hier könnten wir. Hier machen wir mal unbeschränkt. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. So, unbeschränkt. Und dann irgendwie, was würde uns das vorschlagen, wenn wir direkt anbinden? Okay, dann geht es bestimmt irgendwie übers Meer. Und auch nicht, es macht eine riesen Brücke dahin. Ach du Scheiße. Warum macht es da so eine riesen Brücke dahin? Ich glaube, wir fahren mal hier so entlang. Dann gucken wir mal jetzt. Jetzt gibt es eine Kollision. Oh, okay. Könnten wir natürlich auch machen. Aber da wäre ich dann eher dafür, so dicht wie möglich an dem Wasser vorbei. Das ist mal wieder eine Hubbelstrecke hier. Das geht eigentlich. Ja, so, irgendwie so. Ja, das gefällt mir gut. Hier machen wir dann mal die hier. Sieht's mit unseren Linien aus? Okay, der macht gut Plus. Ach man, jetzt ist doch die Linie. So, hier. So. Ja gut, das ist jetzt halt ein bisschen. Ein bisschen scheiße geworden. Ja gut, aber dafür hätten wir ja. Haben wir die schon? Genau, unsere Brückenköpfe. Könnten wir ja dann hier hinbauen. Ich glaube, das machen wir dann auch. Geht's schon ins Schönbauen rein, das gibt's ja gar nicht so früh schon. Das ist ja auch noch ein bisschen runter. Oh. Wunderbar. Dann nehmen wir hier die Brückenköpfe. So. So, so, und so weiter, und so weiter. Ja, hier könnten wir es eigentlich enden. Und dann müssen wir hier nur ein bisschen hochsetzen. Wunderbar, sieht es doch aus wie gewollt. Ne? Hier am Meer entlang, wunderbar. Das gefällt mir.
Dann geht's hier durch den Wald durch. Durch den Wald. Nee, das ist mir zu tief. So, wie sieht's jetzt aus? So könnten wir es eigentlich lassen. Oh, was kommt jetzt? So könnten wir es eigentlich lassen. Und dann machen wir hier noch das hier. So, machen wir mal mit 80. Setzen wir da noch schnell Signale. Andere habe ich gar nicht, oder wie? Das Ärmchensignal. Das ist wahrscheinlich schon weg, weil wir 1950 gestartet haben. Das machen wir dann einmal hier hin. Und einmal hier hin. Jawohl. Und dann müsste ich mal schauen. Wie viel es denn kosten würde? Wie viel es denn kosten würde? Warum ist hier egal? Einen zweiten Zug da zu organisieren. So, Lokomotiven. Wir machen. Da haben wir Minus gemacht, weil Baukosten, Eisenbahn, Fahrbahn. Okay. Günstiges Bulldozer, neue Fahrzeuge. Wir haben eine miese gemacht, das war aber okay. Hier machen wir 2,2 plus. Okay, wir haben aber stark steigende Betriebskosten. die kosten 900. Oh, die kosten so viel. Okay, und der fährt 130. Wir könnten uns eigentlich noch mal eine Lok gönnen. Okay. So, dann die Wägen. Oh, wir haben Silberlinge. So, Güter. Was trägt noch Güter mit sich? Holzbretter. Güter, also 1. Ja, machen wir mal nicht so viel. 2, 3, 4. So, machen wir mal kurz Pause. Weil dann müssen wir hier vorne noch schnell was umändern.
Und zwar nehmen wir dafür das zweite Gleis, ja, würde ich schon sagen. So. Und dann so. Dann brauche ich diese Linie. Denn du startest von hier und dann brauche ich eine neue Linie. Das tun wir mal hier beiseite. Dann das hier. Nach da. Hier kommt auch noch ein Signal. Okay, dann machen wir das so, dann kommt aber hier auch eins. Okay, dann machen so, und das können wir mal benennen. Das Güter kreuzen. Genau, jetzt müssen wir bloß hier vorne gucken. Weil das geht natürlich nicht, dass wir hier nur noch eingleisig fahren. Also wir bauen hier mal. Eine Kreuzung rein, aber dafür sollte das Gleis hier natürlich auch schnell sein. Ja, hier hätten wir es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber wir müssen dann hier eine Weiche einbauen. So. Dann nehmen wir einfach hier das Bahnhofssignal und dann nehmen wir hier eins. Ich weiß, die Strecke ist eingleisig. Doch, doch, doch. Passt, weil wenn hier einer ankommt, wartet der andere hier. Ja, das passt. So, damit sind wir fertig. Die andere geht genauso. Wunderbar. Dann müssten wir noch ein paar Signale mitten einsetzen. Fahrzeuge im Weg. Alles klar. So, und dann könnten wir hier den hier dann auch dahin schicken. Okay, ja, gut, er wird jetzt erstmal nach hinten durchfahren. Oh. Okay, das macht erstmal nichts. Solange du dich beeilst. Wie viel kostet denn der? 733.000. Okay,
Okay, die beiden machen noch Minus, das ist klar. Und wie viel gibst du? 40.000. Ja gut, das ist ja die Standardlokomotive. Hier von Train Fever. Aber die werden wahrscheinlich auch nicht schneller fahren wie 120. Das heißt, wir werden da bestimmt ein Problem kriegen. Und ich sehe gerade, dass die Folge ja schon wieder vorbei ist. Ja, aber wir haben zumindest wieder eine neue Stadt angeschlossen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.